Okay, jetzt möchte ich euch noch meine Ibanez ART Les Paul Coupé vorstellen. Wunderschön lackiert, weißer Mahagoni-Korpus mit schwarzem Binding, in dem minimal nochmal ein weißes Binding eingefasst ist. Na, man sieht es nicht so gut. Mit zwei aktiven Tonabnehmern, Dreiwegeschalter, zwei Volumenreglern, einen Tonregler, feste Brücke. Gut, das habe ich selber drauf geklärt, war nicht von Anfang an dabei, passt, finde ich aber ganz gut zur Gitarre. Eingelampter Hals, mit dem 12. Bund befindet sich dieses kleine Tribal. Oben auf der Kopfplatte nochmal Ibanez I, verchromte Hardware. Drehen wir sie mal um. Sieht man noch ganz schön wunderbar eingelampter Hals. Massives Mahagoni. Hinten das kleine Batteriefach für die Batterie. Ist ja klar. Und hier dann nochmal das Fach, was in den Elektronikkeller der Gitarre führt. Die Gitarre ist made in China. Und die Gitarre habe ich mir als Zweitgitarre gekauft. Sie ist im unteren Mittelpreissegment, kostet um die 360 Euro und lässt sich sehr, sehr angenehm spielen. Man kann super geil drauf benden. Und ja, jetzt stelle ich es euch einfach mal vor, würde ich sagen.